In Scharl im Kreis Cloppenburg möchten auch die Tobens im eigenen Garten Urlaubsstimmung mit Pool erleben. Die Tobens, das sind der alleinerziehende Vater Michael mit seinen Söhnen Mika, 16 Jahre alt, und dem 13-jährigen Finn. Auch die drei haben sich für einen Stahlwandpool entschieden. 4,50 Meter Durchmesser für 2.000 Euro. Ihr alter, kleinerer Pool soll verschwinden. Stahlwandpool, die zweite, bin ich gespannt, ob das da problemloser geht. Ja, der ist echt schwer. Ja, der ist schwer, ne? Weißt du, was liegt? Weil der gar nicht so leicht ist. So, stell mal, warte, ich stell ab. Stellst du den mal hoch? Hochkant? So. Ich hatte ja gesagt, wir machen den Garten wieder ordentlich, nachdem wir den jetzt eine Zeit lang ein bisschen vernachlässigt haben. Oh Gott. Ja, das sieht man, das ist ein Männerhaushalt, ne? Jungs. Wir bauen uns einen Pool in den Garten, 90 cm tief. Wie buddeln wir das jetzt eigentlich aus? Ja, mit Schippe, ne? Kannst du nicht einfach baggern? Ich kann baggern, aber das ist ein anderes Baggern. Wir wollten gerne einen Pool haben, weil ich seit 2013 alleinerziehender Papa bin. Und dementsprechend kann ich den Kindern natürlich nicht so viel bieten wie Urlaub fahren und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, dann bauen wir wenigstens einen einigermaßen großen Pool im Garten. Hier im Nordwesten Deutschlands hat man es ja gern nass. Ach, du ahnst es nicht. Ich glaube, es regnet und hagelt gerade. Wir sollten uns vielleicht Jacken holen, oder? Ja, gut. Ja, dann mal wieder rein und erstmal Jacken holen. Nicht das beste Wetter zum Pool bauen. Nicht so unbedingt, ne? Ich meine, gut, wir wollen ja Wasser haben. Dann kriegen wir es schon gratis und nörgeln auch noch drüber, ne? Also von daher. Erdarbeiten und Regen, das sind Feinde. Aber wir sind ja nicht aus Zucker, also irgendwie kriegen wir das wohl hin. Klar, drei Männer. Wäre doch gelacht. Dann machen wir hier nämlich einfach nur einen Knoten. Einen Knoten. Wissen Sie eigentlich, dass wir einen Knoten machen können? Jo. Soll ich einen Knoten machen? Nein, ich kann ja wohl einen Knoten machen. Ich habe euch auch beigebracht, wie man die Schuhe bindet. Also von daher muss ich auch einen Knoten hinkriegen. Wenn ich das nicht hinkriege, dann darf ich auch keinen Pool bauen. So? Ach, du ahnst es nicht. Wie groß wird das denn? Ja, hurra, wir buddeln. Ne? Machen wir mal 2,30. So, jetzt gibt's mir mal das Spray her. Genau. Eben darauf achten, dass ich auf jeden Fall auch in den Kreis hinkriege. Da kommt nichts. Na, kommt natürlich nichts. Was ist denn das Problem? Irgendwie sprüht das nicht und außerdem sehe ich hier auch nichts. Man macht einfach, die Schwierigkeiten kommen dann von selber. Learning by doing halt. Um einen Kreis zu ziehen, ist das die richtige Vorgehensweise. Aber rückenschonend ist anders. Das sieht schon besser aus, oder? Ihr müsst jetzt nicht so ein teures Spray nehmen. Ihr könnt auch Mehl nehmen. So, so. Jetzt weiß ich, wo dann Mehl ist. Oder Nudeln. Ich kann mir Nudeln anzeichnen. Ich habe ja meinen Heimwerker Tipp gegeben mit Klopapier. Mit gekauptem Klopapier ein Loch schließen, oh Gott. Die halbe Social-Media-Welt ist über mich hergefallen. Das war ja auch nur ein Scherz. Wird aber ein großes Loch. Ja, ich merke das auch gerade. Vielleicht lassen wir das einfach sein. Nein, Quatsch. Jetzt stecken wir das einfach eben schnell aus an der Seite. Also ein Bagger wäre jetzt perfekt, wenn wir ihn hätten, ne? Aber wird eine Menge Arbeit, glaube ich. Ja, aber das kriegen wir hin. Ich denke schon, Mika. Du machst die Arbeit, ich gebe die Anweisung. Bagger kostet 200 Euro am Tag, ohne liefern. Also, selbst ist der Mann. Und so treiben sich die Jungs wenigstens nicht auf der Straße rum. Oh, guck mal, da bist du ja schon. Ich auch. Hurra. Wolltest du den letzten Mal? Nee, kannst du machen. Ja, lass den alten Mann. Kannst mal, du ja beenden, was du angefangen hast. Ja, genau. Hurra. Es wird ein steiniger Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. So. Oh Jungs, ich glaube, ich bin am Strom. Oder auch nicht. Ich habe gerade das Kabel gefunden, wo wir mal die Kastanien mit beleuchtet hatten. Aber das können wir ja relativ, wenn wir es hier gebuddelt haben, relativ heile rausziehen. Weil das ist noch ein gutes Erdkabel. Dann können wir es ja noch verwenden für den Strom zum Poolen. Ja. Dann brauchen wir gar kein neues kaufen, ne? Heidi-do. Junge, Junge, Junge. Da ist aber auch Gewicht drauf. So, den Sand kippen wir jetzt da vorne einfach ab immer. Und mit
Oh nein! Wieso? Wenn das Grundgestell noch in Ordnung ist und nur die Mulde kaputt, dann kann man sich eine Ersatzmulde kaufen. Dann muss man nicht direkt eine ganz neue Schubkarre kaufen. Ja, das ist eine ganz alte Karre. Die ist tatsächlich gerade durchgerostet. Macht aber nichts, wir haben ja noch zwei Karren mehr. Schubkarren kann man ja nie genug haben. Ich habe eine Karre besorgt. Also ich habe eine rosa Schubkarre, weil hier ja zwischendurch auch mal eine Frau im Haus war, die gerne eine rosa Schubkarre haben wollte. Die Frau ist weg, die Karre ist da. Die Schubkarre ist geblieben. Hätte ich mal die Karre mitgenommen, ne? Das ist unser Transportschweinchen. Ich habe schon gedacht, ob ich da hinten noch einen Ringelschwanz dran mache. Und dann vorne noch so eine alte Steckdose und dann an der Seite draufschreiben. Das Transportschweinchen. Aber ich weiß auch nicht. Sind wir noch nicht zugekommen. So, ladet ihr mit auf, Jungs? Dann haben wir es tatsächlich irgendwann geschafft. Dieses Irgendwann ist nur weiter entfernt, als Sie denken. Korschenbruch. Die Patchwork-Familie Deinert vom Niederrhein ackert fleißig für ihren Stahlwandpool. Inzwischen geht es bei ihnen in die heiße Phase. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt der lustige Part. Ist das hier alles links? Nee, hab schon. Gut. Ja, auf jeden Fall kommen wir im Fernsehen so rüber, als ob wir zwei linke Hände hätten. Dann passt das ja vielleicht. Ja. Tätowiererin Tabea und Hofschmied Patrick wollen zeigen, dass sie auch mit zwei linken Händen eine Menge bewegen können. Oh. Wartest du vielleicht mal auf deine Frau? Ich brauche die Styroporplatte da, schnell. Welche? Ich hänge fest. Ich hab die vergessen. Welche? Da, die da draußen ist. So. Darf ich den Fuß wegmachen oder noch nicht? Langsam. Jetzt geht das. Soll ich die eine Ecke einfach nehmen und laufen? Tu mal den Müll da eben weg. Ich will ja bis da vorne einmal rankommen. Bei so einer Geschichte unbedingt die Anleitung lesen. Das sage ich als einer, der die Anleitung nie liest. Weil da steht nämlich drin, wie baut ihr die Blechwand richtig auf? Wie geht's am einfachsten? Und diese Tipps solltet ihr echt beherzigen. Die beiden lassen es beim Rollen lieber rocken. Es tut mir leid. Ich hab mich erschrocken, ey. Ich wollte das nur ziehen und dann ist es umgefallen. Vielleicht tauschen wir. Doch auch mit neuer Rollenverteilung lässt sich die Rolle nicht so leicht in der Schiene verteilen. Tabea, meinst du, das ist mit zwei Personen überhaupt zu schaffen? Oder könnt ihr noch ein paar mehr linke Hände gebrauchen? Ja, ich glaube, das wäre cooler, wenn man zu mehreren ist. Aber wir sind nun mal nur zu zweit und das werden wir schon hinkriegen. Ha, das ist drin. Wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr euch helfen, indem ihr irgendwas baut aus zwei Hölzern, dass der Anfang von dieser Blechwand stehen bleibt. Wenn die Blechwand vorne am Anfang umfällt, dann geht ihr auch wieder aus dem Ring raus. Dann kriegst du irgendwann die Krise und lässt den ganzen Scheiß da liegen. Machst dann wieder Erde drauf, weg. Ich habe das Gefühl, dass das hier gleich umkippt. Was können wir denn dagegen tun? Gegen unsere Gefühle. Nein, dass das umkippt. Halt das hier bitte einfach nur fest. Was ist denn gerade Phase? Oh, Phase Baby. Ist, dass meine Frau hell sehen kann. Können wir nicht den Kreis geschlossen lassen? Weil dann ist hier nicht so viel Bewegung drin. Weil es steht ja, man soll es eigentlich nicht. Ja, besser wie so. Jetzt, ja. Ja. Okay. Anleitung hin oder her. Poolbau heißt eben manchmal improvisieren und mit Rückschlägen umgehen. Ich glaube, das ist ganz normal, dass das nicht direkt klappt beim ersten Mal. Und dass das etwas schwieriger sich gestaltet, als man gedacht hat. Aber wozu hat man Kinder? Tochter Marie ist mit ihren 10 Jahren schon eine große Stütze für Blech und Eltern. Oh, meine Güte. Ja, leg mich am Arsch. Und ich wollte gerade sagen, das ist eine Sache für eine Frau, die hat mehr Ruhe. Und dann sagt die auch noch, leck mich am Arsch. Ich bräuchte ein bisschen mehr Power. Ich habe heute keinen Spinat gegessen. Stimmungsbarometer 3 minus. Nein, gut, ich bin bei einer 9.
Das läuft doch, guck mal, Schatz. Was gibt dir das Gefühl? Ja, guck doch mal, wir haben doch schon was drin. Doch positives Denken allein hilft hier nicht. Patrick holt lieber noch den 9-jährigen Milan dazu. So, das ist deine einzige Aufgabe. Einfach hier festhalten. Okay, Schatz, lass los. Du brauchst dich nicht an dem Pool festhalten, okay? Festhalten. Der läuft nicht weg. Wie es aussieht, übernimmt Tabea langsam aber sicher das Kommando auf der Poolbaustelle. Oh mein Gott, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich hab ein gutes Gefühl. Ach, leck mich doch am Arsch. Aber bevor wir uns gleich einsperren, ich würde eine Leiter holen. Ich weiß nicht, Schatz. Ja, natürlich. Ja, mach das. Wäre sonst ein bisschen dämlich, ne? Ja. Dann stehen wir hier drin und dann kommen wir nicht raus. Ja. Vorausschauendes Handeln. Auch das zeichnet einen echten Poolbauer aus. Weißt du, was wir noch brauchen? Okay. Ich habe noch was vergessen. Eine Säge. Wofür? Das muss ja gleich zurechtgeschnitten werden. Ja, man hätte sich ja auch vorbereiten können, ne? Ach, die Säge ist ja schnell geholt. So, kann's weitergehen? Ich habe die Schrauben draußen liegen lassen. Nicht dein Ernst. Doch, die liegen da vorne, ich hol die. Ja, wir warten auf dich, wir laufen nicht weg. Sag mal, außer Patrick läuft hier nichts, oder? Also ich habe ja schon ein paar Mal zugeguckt, wie andere sich zum Deppen gemacht haben. Und das hat nie sofort geklappt. Ich hatte aber die Hoffnung, dass es bei uns besser klappt. Wenn neben der Hoffnung nur bald nicht auch der Traum vom Pool stirbt. Stahnsdorf in Brandenburg. Auch hier möchte eine Familie gerne im eigenen Pool planschen. Genauer gesagt, in einem 30.000 Euro Styropor-Pool. Die nötige Vorarbeit dazu haben sie schon geleistet. Und das sind die Schwimmfreunde. Der 11-jährige Sohn Jay, Tochter Anna, 5 Jahre alt, sowie Vater Lars und Mutter Jenny Fuhrmann. Auch bei ihnen ist das Projekt Teamwork. Ihr seid ja schon richtig fleißig. Ja. Wir versuchen, die letzten Reste von unserer Betonaktion am gestrigen Tag zu beseitigen, bevor wir neuen Beton machen können. Was ist denn bisher schon passiert? Mit ein paar Freunden zusammen habe ich das gebaut. Die ersten paar Tonnen Beton habe ich verkippt. Ein paar Betontonnen fehlen noch. Was, ihr macht den Beton selber? Oh, den musst du auch noch selber mischen. Kinder, hast du dafür gegeben mit dem Telefon? Hallo, ist da der Betonpumpendienst? 8 Kubikmeter mit Pumpe. Wir haben uns ziemlich verschätzt. Also es waren jetzt am Ende genau bisher 8 Tonnen Beton. Und ja, es ist immer noch nicht genug. Und da geht's heute weiter. Für Vater Lars heißt es also, 11 weitere Tonnen Beton zu schleppen. Also ich habe angefangen, in der Nacht nicht mehr Schäfchen zu zählen, sondern Betonsäcke. Warum baut ihr überhaupt einen Pool? Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Nein, warum bauen wir einen Pool, Jay? Weil ich dann hier auch trainieren kann und weil wir hier dann viel Spaß haben. Jay hat eine bilaterale Zerebralparese, was bedeutet, dass er quasi ja, schlechter laufen kann, ist teilweise auf den Rollstuhl angewiesen. Und ja, da hat er dann für sich so ein bisschen das Paraschwimmen entdeckt. Und wie seine Medaillen zeigen, ist Jay richtig gut darin. Ich habe sie gewonnen in Remscheid bei den Kurzmeisterschaften. Und das war mein erster richtiger Wettkampf. Man muss einfach sagen, das ist das Beste, was ihm passieren kann. Und mit dem Pool können wir das ganze Thema auch so ein bisschen nach Hause holen, ohne ihn wirklich in diese Physioschiene zwingen zu müssen, weil den Sport, den macht er so, wie er ist. Cool, das ist wichtig, dass die Kiddies auch ein Erfolgserlebnis haben, gerade wenn jemand eine Krankheit hat. Klasse. Für die nächsten Wettkämpfe kann Jay dann bald zu Hause trainieren. Aber nicht nur er soll vom eigenen Pool profitieren. Das ist die Treppe, wo dann Jenny wahrscheinlich den ganzen Tag sitzt und uns beobachtet, wie wir schwimmen. Jenny, du entspannst lieber? Ja, ich genieße das eigentlich eher auf der Treppe, in der Sonne zu sitzen. Ja, das ist so mein Job im Pool wahrscheinlich. Wir haben uns für einen Styropor-Pool entschieden. Also es sind Schalsteine, die man nachher mit Beton füllt und dementsprechend ein schönes Mauerwerk nachher hat. Maße sind 5x3 Meter. Hinten dran ist ein Technikschacht. Ja, grundsätzlich, glaube ich, haben wir uns ein schönes Projekt vorgenommen. Hauptsache, die Arbeitsteilung klappt. So, und warum steht Mama da eigentlich nur so rum?
Ich finde, du machst das ganz gut so. Ich auch. Was ist denn da los, Jenny? Ja, den Kraftakt muss er vollziehen. Das ist meine Aufgabe. Jenny darf dann gleich den ganzen Kram zusammenfegen. Ich glaube, wir haben da eine gute Rollenverteilung. Wir sind da wirklich gut. Genau. Und er kriegt dann abends noch was zu essen, da freut er sich dann. Wenn es schmeckt. Krasse Nummer. Sind cool drauf, die zwei. Hoffentlich auch noch nach dem Poolprojekt. In diese Löcher werde ich gleich die Armierungseisen quasi einkleben. Da habe ich hier so einen schönen chemischen Dübel, heißes Zeug. Und damit klebt man sozusagen nachher Eisenstangen da rein, damit das alles ein bisschen besser hält. Und wenn Jenny hier auf der Leiter nachher sitzt, auf der Treppe und ihren Cocktail trinkt, dass sie dann einbrechen natürlich nicht. Dass die Leiter mich hält. Genau, richtig. Verstanden. Ja, dafür Löcher. Braucht man wirklich so viele Löcher, damit das die Jenny hält? Na, bei Jenny würde natürlich das locker mit einer Stange reichen. Also ganz klar ist es so, dass, aber das ist jetzt nur, damit auch ich darüber gehen kann, ja, also genau. Insofern, das ist einfach für mich für Schwerlast ausgelegt und nicht für meine Frau. Jetzt hat er nochmal die Kurve bekommen hier. Jetzt muss ich nachher wieder im Gästezimmer schlafen. Genau. So, jetzt mach. Allein schon das Eigengewicht von der Treppe reicht ja aus, da bewegt sich gar nichts mehr. Die Eisen sind jetzt nur zur Beruhigung. Mein ganzes Wissen, was manchmal doch fraglich ist, kommt aus einer großen Anleitung mit 86 Seiten. Und ein bisschen YouTube, aber ich glaube, das passt schon so, wie es ist. Das ist nicht alles richtig, was die da erzählen. Ein paar Sachen sind richtig, ein paar Sachen nicht. So, wie willst du dir jetzt filtern? Was stimmt, was nicht? Also, frag den Fachmann und der wird euch schon helfen. Und selbst ich habe ja für die Nebenarbeiten jemanden, der das macht. Oh oh. Naja, ist schon in Ordnung. War das auch so im Video, man lasse die Frau fegen? Das im YouTube-Video ist eindeutig zu sehen, man soll die Stärken ganz klar ausnutzen von den Helfern. Wahrscheinlich sind das reine Männervideos, die ihr da guckt. Ich glaube, unsere Beziehung besteht aus Nicken. Ich glaube auch. Setzt euch das Projekt unter Druck? Naja, also Druck ist ganz klar da, aber ich bin mir sicher, wir schaffen das. Na dann, los geht's. Ja, der Sauger hat zwei Löcher. Eins, wo die Luft reingeht und das andere, wo die Luft rausgeht. Er ist auch falsch rumgestellt. Ja. Wo geht's denn rein? Ach, hier ist rein. Oh, nee. Ja. So, Jennifer, aber du hast jetzt einfach ein bisschen mehr zum Saugen, wenn du willst. Ist schon okay. Und auch wenn sie sich necken, die gemeinsame Arbeit am Traumpool läuft wie geschmiert. Wie gesaugt. Wie auch immer. Ist ja lauter als die Bohrmaschine. Ja, wirklich. So, auf jetzt. Das ist jetzt quasi sozusagen was die Stangen, die man jetzt da gleich reinsteckt, einfach, dass die halten und nicht wieder rausflutschen sozusagen. Ein Job für echte Spießer also. Na klar, aufgespießt oder? Nein. Okay, dann fahre ich jetzt schnell Javik-Ring. Jawohl. Und dann bin ich in einer halben Stunde wieder da. In der Zeit bist du ja dann fertig. Fährst ja wieder langsam, wa? Genau, ich freue mich, wenn wir nachher bahnen können. Tschüss. Schaffst du, ne? Klar schaffe ich das. Jetzt kann ich wenigstens in Ruhe arbeiten. Ja, ja, ich habe nichts dahinter. Ohne mich schaffst du sowieso nichts. Noch ist ihnen nach Lachen zumute. Mal sehen, wie lange noch. Auch in Hessen musste Poolbauer Michael zuletzt alleine seinen Mann stehen und fleißig Erde abtragen. Tags darauf ist er schon früh auf den Beinen. Guten Morgen. Und, wie geht's? Bestes Wetter, früh auf, gut drauf. Heute geht's los, heute wird das Becken gesetzt und es geht vorwärts. Wer behält da den Überblick? Ich bin Controlling. Ich sehe da hinten schon einen Kranwagen kommen. Ich bin gespannt auf den Pool. Und die Brühmannsche Luxusvariante erfordert schweres Gerät. Guten Morgen, alles klar? Ja, klar. Alles klar. Pass ein bisschen auf, aber der Durchfahrt ist ein bisschen eng. Aber ansonsten, meine Frau steht da vorne bis zum Schwarzen. Erst mal bis dahin und dann gucken wir, wo wir umparken, ja? Alles klar, bis gleich. Der Pool kommt übrigens in zwei Teilen. Eine Maßanfertigung. Alter Falter! Von der Größe bis zu den Extras hat Michael alles bestimmt. Na, Michael, da ist das Ding. Ja, fett, oder? Ja? Das ist immer geil hier, leck mich. So manchmal sieht man die Dimension so auf Papier dann doch nicht, gell?
Bist du angespannt? Nö, angespannt gar nicht. Mir macht das Spaß, weil das ist Koordinieren, Marathon. Später fassen wir auch noch mit selber an, klar, aber wie soll ich das hochheben? Bin ja nicht Obelix, oder? Auf geht's, Kran rüber! Der ist nötig. Nur mit Hilfe von Kranfahrer Frank Hofschulte schafft es der L-förmige Pool mit 7 Metern Breite und 8 Metern Länge aufs Grundstück. Füße weg! Und Thomas, sieht gut aus. Hast du oft mit so großen Pools zu tun oder ist das hier jetzt was Besonderes? Nee, also die Größe im Rhein-Main-Gebiet ist schon ein bisschen Besonderes. Mit Ausstattung wie der Gegenstromanlage und Massagedüsen ist auch das Innenleben nicht ohne. Oh Gott, guckt euch das Ding mal an. Die ganze Technik, die da drin ist. Guckt dir mal die Rohrleitungen an. Und über allem schwebt Michael, der die Arbeiten genau koordiniert. Stopp, hier rüber. Jan, die Kanten müssen auf dem Grün stehen. Unten, die unteren Bodenkanten. Ist das nicht zu eng? Nee, passt. Jan, steht's? Steht's? Bin ich gut oder schlecht? Ich seh's nicht. Und? Steht? Steht. Teil 1 steht. Super. Hä? Fett, oder? Das wird dann jetzt verbunden und wahrscheinlich werden die Wände dann ausgegossen, ausbetoniert, so wie es aussieht. Ja, bis hier das Poolwasser fließt, dauert es noch ein wenig. Doch die Vorfreude aufs Anbaden ist bei allen schon mindestens so groß wie das Becken. So ein Pool ist schon was ziemlich Krasses und ziemlich Cooles. Also das ist wirklich Luxus pur. Ist schon toll. Also du hast natürlich einen mega Freizeitbereich. Du hast also hier Luftsprudeleinheiten, die hier unten drunter sind, dass du sitzt und die Perlen an dir hochgehen. Das heißt, das ist für die Haut mega geil. Du hast Massagedüsen hier eingebaut, dass du dich massieren lassen kannst. Das ist wichtig. Hast RGB-Licht überall drin, dass du auch abends ein bisschen Stimmung oder sowas machen kannst. Der hat ja echt alles. Geil. Also auf dein Anbaden bin ich gespannt. Wahnsinn. Doch erfahrene Poolbauer wissen, dass es im eigenen Becken nicht nur aufs Schwimmen ankommt. Wenn man also, so wie hier, kein Holz vor der Hütte hat, ja, dann kann man sich hier hinlegen. Da hat man hier eine mega Liegefliese. Ja, und dann kann man rufen. Service! Und dann kommt irgendeine Chica, dann geht's weiter. Wenn Michael da nicht bald die harte Realität einholt. In Korschenbruch läuft es trotz Sonnenschein und Teamwork gerade nicht ganz so gut. Der Aufbau des Stahlwandpools dauert länger als gedacht. Zudem zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen. Der wird jetzt überlappt, glaube ich, oder eingefädelt. Da kommt was dazwischen und dann werden die verschraubt. Bitte, zieh den Handschuh mal an. Immer, Schatz. Ja. Drück jetzt einfach. Ja. Schatz! Dude. Alter Falter, festhalten! Ich krieg eine Krise, wenn ich das sehe. Ich hab gedacht. Nicht drücken! Das ist was mit Gefühl, Schatz. Das ist kein Pferd, was man beschlägt. Tabea zieht die Zügel an und die Schrauben. Schließlich soll der Pool heute fertig werden. Und es sind ja noch ein paar Arbeitsschritte. Wo ist der 19? 19 muss ich nur darauf achten, dass die Folie ganz unten dran ist. Okay. 20 ist eigentlich hier mit Wäscheklammern befestigen. Ich hol dann Punkt 21 steht irgendein Männchen mitten im Wasser. Was der will von mir, weiß ich auch nicht. Und dann kommt der Rand oben drauf. Ja, das Männchen im Wasser lassen wir einfach weg. Das Männchen im Wasser lassen wir einfach weg. Na, wenn ihr meint, geht dann ja auch viel schneller. Warte. Das macht keinen Scheiß. Ich mach keinen Scheiß. Aber du siehst schön dabei aus. Man kann so viel Scheiße labern. Nein, ich meine das ernst. Guck mal, hier ist das schon gefaltet. Ist gefaltet. Das ist nicht extra dafür. Doch, glaub mir. Guck mal, überall gleich. Komm halt fest, du. Na, okay, nicht überall gleich. Aber ist egal, sieht gut aus. Jetzt noch der obere Ring. Mittlerweile drückt selbst Sohn Milan aufs Gas. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert hier. Ja, drauf. Total einfach. Die Kleine. Also jetzt, wo ich den ersten schon drauf habe, fühlt sich viel fester an. Durch das. Ich hoffe, dass das natürlich das so ein bisschen hinterher, wenn der geschlossen ist, das so ein bisschen auseinanderdrückt. Das ganze System zusammen ergibt dann die Stabilität. Und wenn das Wasser drin ist, dann ist es endgültig stabil. Ihr glaubt ja gar nicht, das hält auch. Soll man gar nicht glauben, ne? Oh Gott, Schatz, brauchst du Handschuhe? Ich brauch keine Handschuhe. Ich brauche noch ein bisschen Power in der Arme, glaube ich. Und bei sowas hilft
Gucke. Wer leckt mich am Arsch, du? Wir haben zu wenig von den Dingern. Keine Ahnung, aber die Packung ist auf jeden Fall leer. Ja. Und hier wird auch nichts rumfliegen. So sehen die aus. Ach so, okay. Hey, das war doch ein ganzes Pack. Ja, ich weiß, aber irgendwie haben wir entweder was verschlammt oder da waren zu wenig drin. Wenn ihr den Pool auspackt, sucht euch eine Fläche. Am besten legt ihr euch ein weißes Tuch aus. Da kommt alles drauf. Der ganze Kram, was da in den Kartons drin ist, dann erkennt man schnell, das sind die Ersatzteile, da liegt alles. Wenn was übrig ist, liegt es da. Und schmeißt die Verpackung erst dann weg, wenn der Pool steht. Zum Schluss. Ich weiß nicht, ob du da was mit anfangen kannst. Ich habe ein paar Dübel geholt. Ja, das ist jetzt das Einzige, was mir eingefallen ist, was man nehmen kann. Das sind mehrere Größen, aber du hast ja noch einen übrig. Ja. Dann kannst du ja gucken, welche. Gib mir erstmal einen nur. Ungefähr. Komm mal einfach runter. Ja. So kurz vor dem Ziel lassen sich echte Poolbauer nicht aufhalten. Hoffentlich hält eure improvisierte Steckverbindung. Hier ist ja schon mal Kacke. Ja, ich wollte gerade sagen, schön, als wir zu sehr abkommen, damit aber nicht gewinnen, ne? Die sind auch ganz reingerutscht. Ja. Ich denke allerdings tatsächlich, wenn das Wasser da reinkommt, dann drückt das. Ach so, dann kommt jetzt der ausgelassene Arbeitsschritt Männchen im Wasser? Jetzt müssen wir noch mal gucken, wie ich da rauskomme, ne? Wird ja nicht nur langsam dunkel, sondern auch kalt. Und immer nasser. Vorsichtig, Schatz, vorsichtig. Hast du das gemerkt? Ja. Ich bin voll abgesunken. Ja, das liegt ja an den Dingern. Leiter auf Styropor. Glaubt ihr, das geht gut? Nein, aber wir versuchen das. Nee, versuchen wir nicht. Nein? Gib mir den scheiß Tisch da! Der sinkt dich ein. Schatz, komm jetzt da raus! Schäbe dich hier hin. Nee, oder? Nein, einer in deine Hand nehmen. Ja, spring! Ja, wie komme ich denn jetzt da rüber? Spring! Ja, dann fällt die um. Dann falle ich voll hier drauf. Oh nein, das will ich nicht. Oh oh. Warte, ich komm. Was für ein. Warte, stütz dich ab. Um Gottes Willen. Eins. Ich hab deine Arme. Wir fallen voll auf die Fresse. Eins, zwei, drei. Ja, hat doch geklappt. Die letzte Hürde eines langen Arbeitstages. Komm, wir gehen rein. Mir ist kalt. Morgen ist ein neuer Tag. Tagesziel erreicht? Ja, da war ja schon fast anderthalb Tage so gefühlt. ja, ein paar Beulen haben wir hinterlassen. Also, ja, nicht ganz ohne Blessuren, aber ja, wenn er jetzt voll wird und hält im Endeffekt, sind mir die Beulen scheißegal. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Schon morgen wird die Familie vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Bis die drei Männer in Charles ihren Stahlwandpool begutachten können, dauert es noch, denn es fehlt an grundlegendem Material. Grund genug für einen Familienausflug. Also wir wollen ja einen Pool bauen, dafür braucht man einen Strand. Und deswegen fahren wir jetzt zum Betonwerk und holen erstmal Sand. Hier kommt Micha zugute, dass er als Handwerker die Transportmöglichkeiten hat. Insgesamt 2 Kubik feinen Kies und einmal diese 8,16. Körnung 8,16 bedeutet Korngröße 8 bis 16 mm. Das ist ein Rollkies. Den feinen Sand am besten als erstes. Den müssen Sie mindestens zweimal fahren. Bei 3,6 Tonnen dürfen Sie auf den Anhänger nicht fahren. Ach so, ja. Nicht machbar. Ach so, ja, dann machen wir das zweimal. Passt nur auf, Vorplanung ist das A und O. Dazu gehört auch, ich muss wissen, was schafft mein Anhänger? Also zweimal fahren. Das Werk macht zeitig zu, es wird langsam knapp. Ich muss mich also beeilen. Der Anhänger ist zwar groß und sogar mit Hubvorrichtung ausgestattet, einen richtigen Kipplaster ersetzt er aber nicht. Das bedeutet Verzögerung im Zeitplan. Das ist jetzt genau die Hälfte einmal, ne? Das ist so in etwa ein Kubikmeter. Ne? Und den nächsten kriegen Sie dann noch mal. Wie lange brauchen Sie, bis Sie wieder hier sind? Circa Stunde. Ungefähr. Shuttle hierher und dann wir beeilen uns ein bisschen. Ne? Alter, bis gleich. Jetzt steig mal schnell ein. Die machen um 12 Uhr zu. Also von daher müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. 13 Kilometer zurück, abladen und wieder 13 Kilometer zum Betonwerk. Und es bleiben nicht mal mehr 20 Minuten. Das Problem ist, dass ich gleich noch was anderes machen muss und allmählich wird es Zeit, dass wir wiederkommen. Ja, Micha, mach mal hinne. Die Essenzeit ist hier. Speed-Shopping im Betonwerk. Diese Disziplin kannten wir noch gar nicht, aber mal was anderes.
So, ich fahre da jetzt wieder hin, aber jetzt wird es ja knapp von der Zeit, ne? Genau, jetzt müssen Sie ja nächstes Mal ein bisschen Gas geben, ne? Weil sonst wird das zu eng hier mit der Zeit hier. Dann hier vorne nochmal wieder. Nur noch knapp 11 Minuten, wenn nur alles so schnell ginge wie das Beladen. Was meinst du jetzt, eher Montag oder wenn ich mich jetzt beeile, ist noch okay? Wenn Sie sich beeilen, ist noch okay. Ja, ich beeile mich, denn ich mache so schnell, wie ich kann. Okay. Alles klar, bis gleich. Ja. Danke. Los, rein ins Auto. Komm. Attacke. Aus Zeitmangel kippt Micha den Sand vor dem Haus an die Straße. So einen Anhänger könnt ihr euch mieten. Mietet euch dann direkt den passenden Anhänger. Das heißt also mit Kippfunktion, dann müsst ihr nicht runterschauen. Schaufeln kommt später. Erst noch mal zum Werk, um den Kies zu holen. Gerade so geschafft. Alles klar, danke. Tschüss. Viel Spaß dabei. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Aber dann glücklicher. Puh, da fällt ein Stein, nein, ein ganzer Kiesanhänger vom Herzen.